Über Antisemitismus in Deutschland möchte ich heute reden. Welche Auswirkungen hat der Krieg im Nahen Osten nicht nur für die Betroffenen vor Ort, sondern auch auf die Gesellschaft hier? Ich freue mich über Gäste mit sehr klaren Ansichten. Da wäre die Autorin Deborah Feldmann. Ihr Buch Unorthodox, das ihre eigene Lebensgeschichte inklusive Flucht aus einer streng orthodoxen Familie und Ehe in Williamsburg beschrieb, wurde zum Bestseller und zur Erfolgsserie auf Netflix. Heute sagt sie, Deutschland ist ein guter Ort, um jüdisch zu sein. Es sei denn, Sie sind ein Jude, der Israel kritisiert wie ich. Herzlich willkommen. Und bei uns ist Gregor Gysi, der Gründer und langjährige Vorsitzende der Linken. Zuletzt war er ihr außenpolitischer Sprecher und er warnte schon vor langer Zeit, es gibt bei einigen, auch in unseren Reihen, Klammer auf, der Linken, zu viel Leidenschaft bei der Kritik an Israel. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Grüße Sie ebenfalls. In der vergangenen Woche wurde dem 85. Jahrestag der Reichspogromnacht gedacht. Es sei, so sagte es Bundeskanzler Scholz, eine Schande, wenn im Jahr 2023 wieder Türen und Wände mit Davidsternen beschmiert werden und die radikal-islamische Hamas für die Ermordung von Juden, Zitat, auf unseren Straßen und Plätzen gefeiert wird. Auch Angela Merkel hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Juden müssen sich in Deutschland sicher fühlen können, so ihr Appell. Frau Feldmann, fühlen Sie sich als Jüdin sicher dieser Tage in Deutschland? Ich fühle mich als Jüdin, die Israel kritisiert, bedroht. Meistens von anderen Juden und von deutschen Konvertiten und von Deutschen, die so tun, als wären die Juden und von Deutschen, die behaupten, sie wären Antisemitismusbeauftragte. Ich fühle mich von Rechtsextremen bedroht, ich fühle mich oft von der Polizei bedroht, ich fühle mich von der AfD bedroht. Ich fühle mich dadurch bedroht, dass die Bundesregierung zurzeit auf Linie mit der AfD ist. Ob das so ist und was Herr Gysi dazu denkt, das werden wir in den nächsten Minuten hier diskutieren. Erstmal an Sie die Frage, Herr Gysi, ich habe es zitiert, das Gedenken an die Reichspogromnacht vor 85 Jahren. Hätten Sie sich denken können, dass 85 Jahre nach dieser schrecklichen Nacht in Deutschland nochmal Häuser mit dem Davidstern markiert werden und auch Demonstrationen zum Beispiel vor Starbucks-Filialen stattfinden, weil der Konzern von einem Juden gegründet wurde? Unvorstellbar war es nie, weil es immer einen bestimmten Grad an Antisemitismus in unserer Gesellschaft gab. Das hängt historisch damit zusammen, dass die Jüdinnen und Juden immer bestimmte Berufe und Funktionen zugewiesen bekamen von den Christinnen und Christen, um ihnen nachher die Berufe vorzuwerfen. Also ich nenne mal nur ein Beispiel. Als die Manufakturen gegründet wurden, schon viele Jahrhunderte her, durften Christen keine Zinsen nehmen. Juden durften Zinsen nehmen. Da sind die Christen zu den Juden gegangen und haben gesagt, können ihr nicht Darlehen vergeben und so weiter, weil sonst kriegen wir den Aufbau nicht hin. Dann hat man ihnen wieder vorgeworfen, dass sie so stark im Finanzwesen ist. Dann hat man ihnen vorgeworfen, dass sie keine Bauern sind, aber sie durften kein Ackerland besitzen. Also immer hochinteressant, wenn du dann die Ursachen für irgendwas erforschst. Und dadurch entstand so eine latente Abneigung, aber es gibt ja auch Erstaunliches. Zum Beispiel der Antisemitismus war in Frankreich viel größer als in Deutschland im 19. Jahrhundert. Nur die Pogrome, also diese entsetzliche Nacht der brennenden Synagogen, wo auch ein Angehöriger von mir eine Tora-Rolle gerettet oder retten wollte, die ist dann doch ins Feuer geworfen worden, dann ist er totgeschlagen worden. Aber die sind verurteilt worden. Nach 45 war er in der Stadt sehr beliebt. War auch eine Seltenheit, aber ist passiert. Also ich erzähle das nur, das passierte dann alles in Deutschland. Das heißt, du kannst gar nicht als Maßstab nehmen, dort viel Antisemitismus, die Gefahr zu Holocaust ist besonders groß, dort weniger, die Gefahr ist geringer. Nein, die Gefahr war hier genauso groß. Judenverfolgung gab es in Russland, gab es eigentlich in fast allen Ländern, wo sie lebten. Und über die Religion haben sie überlebt. Sonst wären sie, wie sagen wir mal, polnische Einwanderer so integriert worden, dass man das heute gar nicht mehr wüsste. Das hat alles eine andere Geschichte. Und was ich nur möchte, ist, dass Menschen, die sich mit Israel auseinandersetzen oder sich mit Palästina beschäftigen, dass sie sich etwas mehr mit Geschichte beschäftigen, um nicht irgendwelche Klischees zu folgen, sondern die Gründe kennenzulernen, warum eine Entwicklung so verlaufen ist und nicht anders. Mich interessiert auch der biografische Hintergrund meiner Gäste, vor dem Sie reden. Frau Feldmann, ich hatte zu Beginn schon auf Ihre Biografie hingewiesen. Sie wurden 1986 in New York geboren. Ihre Familie gehörte einer ultraorthodoxen jüdisch-kassidischen Glaubensgemeinschaft, der
Satmar-Gemeinde an. Viele haben ja ihr Schicksal in ihrem Buch Unorthodox und auch mit der entsprechenden Netflix-Serie verfolgt. Für alle anderen, die das bisher noch nicht getan haben, könnten Sie kurz skizzieren, wie haben Sie unter dieser ultraorthodoxen Glaubensgemeinschaft persönlich gelitten, in der Sie da in New York groß geworden sind? Also für mich persönlich war das Schwierigste in dieser Gemeinde das Frausein, weil das Frausein. Also die religiöse jüdische Tradition ist besonders Frauen gegenüber, sagen wir mal, aggressiv geprägt. Also jedenfalls wurde ich sehr streng kontrolliert und ich durfte mich nicht so äußern oder verhalten, wie ich das für richtig hielt. Mein ganzer Alltag war einfach streng kontrolliert und ich durfte nicht entscheiden, wen ich heirate und ich durfte nicht entscheiden, wann und wie viele Kinder ich kriege und ich durfte nicht entscheiden, ob ich vielleicht arbeiten gehe und was für eine Arbeit ich verfolge und so weiter und so fort. Und ich wäre zum Beispiel auch nicht frei zu entscheiden, ob ich mich scheiden lassen darf, ob ich mein Kind nach der Scheidung behalten darf. Und das ist im Prinzip schon jetzt in Israel ein Thema, dass Frauen riesige Schwierigkeiten haben, sich scheiden zu lassen, auch wenn sie nicht religiös sind, weil die religiöse Gerichte über diese Themen schon jetzt in Israel entscheiden. Und zukünftig können wir auch erwarten, dass da auch die letzte Freiheiten für Frauen verschwinden. Herr Gysi, Sie haben eine jüdische Großmutter väterlicherseits und einen jüdischen Urgroßvater mütterlicherseits, sind aber nach jüdischen Gesetzen kein Jude, richtig? Nach den orthodoxen jüdischen Gesetzen bin ich kein Jude, weil da nur Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat. Der Frage des Vaters trauten sie nie über den Weg. Das finde ich ja noch in gewisser Hinsicht nachvollziehbar. Und nach den Nürnberger Gesetzen, die nach wie vor in den Köpfen aller Deutschen stecken, war es ja so, dass mein Vater Halbjude ist, meine Mutter Vierteljude, und dann kommen bei mir 37,5% raus. In Ihrer Biografie? Also ich will nur sagen, das ist eine schwierige Frage. In Ihrer Biografie schreiben Sie, viele unserer Verwandten, insgesamt 18, waren von Nazis umgebracht worden, weil sie Juden waren. Sie waren Opfer der Nazis geworden, ohne eigenes Zutun. Haben Sie die Sorge, dass sich etwas Vergleichbares in Deutschland noch mal wiederholen könnte? Oder sagen Sie, ist es richtig, vor Antisemitismus zu warnen, aber man soll auch nicht übertreiben? Also natürlich muss man vor Antisemitismus nicht nur warnen, sondern man muss ihn auch wirklich bekämpfen, weil er ist eine schlimme Ausgeburt unseres Denkens und Fühlens oder des Denkens und Fühlens vieler Menschen. Das Zweite ist, ich bin ein Zweckoptimist, deshalb glaube ich nicht, dass ganz Schreckliches sich wiederholt. Also zumindest hoffe ich es und ich möchte es auch nicht erleben. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich den Antisemitismus auf sehr unterschiedliche Art gespürt habe. In der DDR habe ich im Unterschied zu anderen ihn nicht gespürt, aber ein Ersatz dafür, eine tiefe intellektuelle Feindlichkeit. Das hat sich ausgewirkt. Und das Zweite, was ich erlebt habe, das muss ich auch erzählen, es gab ja viele jüdische Immigrantinnen und Immigranten, die zurückgekehrt sind in die DDR. Das waren meistens natürlich Kommunistinnen und Kommunisten. Und die legten größten Wert darauf, Kommunistinnen und Kommunisten zu sein. Ich habe das nicht gleich verstanden, bis mir eins klar wurde: Sie konnten nicht regulieren, ob sie Jude oder Jüdin sind. Und dann wurden sie von den Nazis verfolgt. Aber wenn sie Kommunisten waren, haben sie sich ja bewusst gegen die Nazis entschieden. Das war ihnen so wichtig. Deshalb haben sie die eine Seite viel stärker betont als die andere. Und dann gab es einen Vorfall. Kurze Nachfrage dazu. Die Israel hatte ja keine diplomatischen DDR hatte keine diplomatischen Beziehungen mit Israel. Wenn Sie heute auf die Stimmungslage in Ostdeutschland blicken, könnten da auch gewisse Wurzeln für Antisemitismus in Ostdeutschland heute noch liegen? Man darf ja nie Pauschalurteile fällen, aber ich werde Ihnen eine Feststellung von mir erzählen, die für Sie vielleicht gar nicht glaubwürdig ist, aber so ist es. Als ich auf dem außerordentlichen Parteitag im Dezember 1989 diplomatische Beziehungen zu Israel vorschlug, Parteitag der SED, ja, bekam ich tosenden Applaus. Das heißt, sie hatten ein schlechtes Gewissen. Hochinteressant. Dadurch habe ich mit Antisemitismus im Osten weniger Schwierigkeiten als im Westen, weil da hatte die Regierung immer sehr gute Beziehungen zu Israel und schlechte zu den Palästinenserinnen und Palästinensern. Und da es den Palästinenserinnen und Palästinensern, jetzt egal aus welchen Gründen, schlechter ging als den Israelis, gingen die Linken immer eher in Solidarität zu den Palästinenserinnen und Palästinensern.
Im Osten erlebe ich dafür mehr Rassismus als im Westen. Es ist wirklich interessant, diese Unterschiede festzustellen. Also es kommt immer so ein bisschen das Gegenteil von dem heraus, was eine Regierung will und erwartet. Frau Feldmann, erleben Sie Unterschiede, wenn Sie auf Deutschland gucken, in welcher Region Sie sind, was Antisemitismus anbelangt? Also ich verbringe den Großteil meiner Zeit im Osten, also nicht nur in Berlin, sondern auch auf dem Land und habe auch wirklich nur Positives über meine Beziehungen zu berichten. Natürlich bin ich auch ab und zu mal in Kontakt mit Rechtsextremen gekommen, aber nicht zu dem Maß, dass ich mich dadurch bedroht oder angegriffen gefühlt habe, aber eben man nimmt es wahr und es gibt einem so ein mulmiges Gefühl. Allerdings bin ich ja auch umgeben von Menschen mit sehr unterschiedlichen Herkunften und auch Hautfarben. Also ich habe das Gefühl, irgendwie schafft man das doch hier, so eine Community zu haben, ohne dass diese Community das Gefühl hat, sie muss abhauen oder woanders hingehen. Ich bin natürlich oft auf Reisen, also ich bin auch in Westdeutschland oft unterwegs. Ich habe in Westdeutschland geheiratet und also ich habe auch eine starke Verbindung zu diesem Milieu und ich kann das nachvollziehen, was Sie sagen, Herr Gysi. Aber ich habe eher den Eindruck, dass in Westdeutschland einerseits eine so starke Erinnerungskultur ihre Wurzeln geschlagen hat. Die Leute sind in den Schulen damit aufgewachsen, mit dieser Verantwortung der Geschichte gegenüber, mit den Lehren daraus, dass sie halt einen sehr starken moralischen Kompass auch deshalb entwickeln konnten. Ist das gut? Und der Kompass, ich finde es schon gut, dass Menschen einen moralischen Kompass haben, aber ich finde es bezeichnend, dass die Botschaft von außen ständig darauf zielt, auf den Kompass nicht zu hören. Das heißt, man wächst mit der Erinnerungskultur auf, man wächst mit diesem Begriff auf, wehret den Anfängen, also nicht gegen Ausländer oder Fremde hetzen und so weiter. Und dann kommt halt so eine politische Phase, wo der Nahostkonflikt wieder hochbrodelt, wirklich, also bis zu einem Maß, glaube ich, der seit 48 nicht gesehen wurde. Und die Leute merken, uns wird gesagt, wir sollten nicht zuschauen. Wir sollten nicht zuschauen, was da passiert. Wir sollten einfach schweigen und Israel tun lassen, was sie tun wollen. Es ist unsere Aufgabe, Israel beiseite zu stehen. Das ist die Lehre aus dieser Geschichte. Und ich glaube, das ist nicht, was die Erinnerungskultur vermittelt. Was würden Sie denn stattdessen wollen? Ich möchte eine ausgewogene, klare Sicht auf die Lage vertreten sehen, vor allem in der Bundesregierung. Das heißt, ich verstehe natürlich die Loyalität Israel gegenüber und diese Instinkte. Aber ich möchte trotzdem, dass die Bundesregierung genau hinschaut, was gemacht wird. Ich möchte, dass die Bundesregierung auch genau hinschaut, wie die israelische Politik sich konzipiert und gestaltet und wie sich die politische Lage in Israel insgesamt entwickelt. Und ich möchte, dass gerade liberale Juden mehr Unterstützung erhalten, damit wir uns mit den liberalen Israelis auch verbünden können, um eine Änderung herbeizurufen. Bei aller berechtigten Kritik an der Regierung Netanyahu, mich würde interessieren, ob Sie denn quasi das militärische Vorgehen der israelischen Armee als Antwort auf den fürchterlichen Terror der Hamas für richtig halten oder ablehnen. Wie sehr viele Israelis und Juden, wie viele Historiker und Akademiker aus Israel und aus der westlichen Welt empfinde ich die Gewalt, die sie anwenden, als unverhältnismäßig einerseits und andererseits nicht zielführend. Wie sehen Sie es, Herr Gysi? Also an dem Tag, an dem man die entsetzlichen Morde der Hamas-Leute an jüdischen Kindern, an israelischen Frauen, an Zivilisten gesehen hat, war überhaupt kein Platz, irgendwas zu relativieren. Das kann man nur verurteilen. Und da muss man an dem Tag auch nicht über die Lösung des Nahostkonflikts sprechen. Jetzt sind wir in einer anderen Zeit. Jetzt marschiert die israelische Mob vor im Gazastreifen. Jetzt wohl auch in einem Krankenhaus, wo sie meinen, dass ein Kommando der Hamas säße. Naja, da deutet schon sehr viel darauf hin, dass sich die Hamas dort verschanzt hat. Deshalb gehen sie da auch vor. Ich will das ja gar nicht. Es gibt zwei Kriegsverbrechen, das darf man nicht vergessen. Das eine ist, wenn die Hamas die Zivilbevölkerung nutzt, um sich zu schützen. Das ist ein Kriegsverbrechen. Ein anderes ist, wenn man dennoch die Zivilbevölkerung nicht schont. Das ist wieder ganz egal, das ist eben auch nach dem Kriegsrecht verboten. Und das ist wahnsinnig schwierig. Die israelische Seite sagt, sie tun das. Ob es tatsächlich geschieht, können wir
Richtig. Leider nicht nachvollziehen im Moment. Naja, nun kennt man aber auch die Zahl der Toten und so weiter. Und vor allen Dingen auch die vielen Flüchtlinge. Die dürfen ja weder nach Ägypten noch nach Israel. Wo sollen sie denn hin, die Zivilisten? Und sie können nicht die halbe Bevölkerung aus einem Teil in den anderen Teil unterbringen. Das ist alles sehr, sehr schwierig, sehr, sehr kompliziert. Dann gibt es die vielen Verhandlungen um die Geiseln. Plötzlich braucht man Länder wie Katar, um überhaupt wieder eine Befreiung der Geiseln zu erreichen. Also es ist eine extrem schwierige Situation, aber ich sage Ihnen, was ich wirklich schrecklich finde, das ist Folgendes. Ich glaube, dass wir an der Gabelung sind. Entweder bekommen wir einen furchtbaren Flächenbrand im ganzen Nahen Osten, das wäre eine Katastrophe, oder wir kommen tatsächlich zu einer Konfliktlösung. Aber jetzt erklären Sie mir Folgendes. Wieso muss sowas Schreckliches passieren, damit man zu einer Konfliktlösung kommt? Warum ging es nicht vorher? Das ärgert mich wahnsinnig. Haben Sie darauf eine Antwort? Da bin ich komplett bei Ihnen. Es hat so geschmerzt in den letzten drei Jahrzehnten, seitdem Rabin von einem religiösen Eiferer getötet wurde, zu sehen, wie wir einfach alle den Frieden vom Tisch gewischt haben. So als hat es einmal nicht geklappt und könnte es nie wieder klappen. Man müsste es auch nicht mehr versuchen. Man war sogar befreit von der Verantwortung, den Frieden überhaupt zu erwähnen und zu erwägen. Wir haben einfach gedacht, ach, das kriegen die doch gut hin mit dem Status quo. Das läuft irgendwie mit dem Rasenmähen. Wir können das einfach denen überlassen. Und jetzt sind wir halt schockiert. Jetzt sind wir überrascht. Aber wie hätte es anders laufen können? Also wir haben nichts versucht. Und ich finde, Herr Gysi hat vollkommen recht. Wir stehen bei einer Gabelung. Es wird entweder einen Flächenbrand geben, das, was die Rechtsradikalen in Israel genau wollen, nämlich diesen Krieg zwischen Gog und Magog, diesen biblischen Krieg, sozusagen, die es zu einer Art von apokalyptischer Endzeit führen wird, weil fast alle Religionen sich an solchen apokalyptischen Visionen klammern. Oder es ist wahrscheinlich die allerletzte Chance, überhaupt eine funktionierende Lösung für alle zu finden. Sie haben eben gesagt, dass die Reaktion Israels auf den Terror müsse angemessen sein. Das klingt zwar sehr schön, aber was ist für Sie angemessen? Und gleichzeitig effektiv im Kampf gegen Hamas? Also ich finde, man sollte da auch auf die Israelis hören. Ich lese jeden Tag die israelischen Nachrichten. Ich sehe einerseits, was die Mitglieder der Regierung öffentlich sagen, was sie vorhaben. Sie haben vor, zu säubern, zu besiedeln, zu vertreiben. Und dann sind die Menschen da, die kommen in den Bundestag und die klagen an und die marschieren in den Straßen, sagt nicht in meinem Namen, wir wollen keine Rache, wir wollen das Leben schützen, wir wollen das Leben unserer Angehörigen, die in Gaza verhaftet sind, schützen und wir wollen das Leben der israelischen Menschen. Genau, israelische Menschen, die selber da was zu sagen haben. Mhm. Ich finde, ihre Stimmen sollten auch hier mehr Gehör finden. Unter anderem haben wir auch Sie deshalb eingeladen. Ich bin aber nicht Israelin. Ich weiß, Sie verleiten oder vergeben ihre Stimme auch an diese Position, was ja auch. Aber ehrlich gesagt, der einzige Grund, warum ich mich von Talkshow zu Talkshow schleppe und von Radiosendung zu Radiosendung, ist, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das nicht mache, wird es niemand machen. Und ich verstehe nicht, warum. Also es gibt so viele qualifizierte Menschen, die man hier zuhören könnte. Aber da sie nicht der offiziellen Gemeindestrukturen gehören, hört man die gar nicht zu. Sie bekommen folgendes Hinweis, sehr gerne, was ich interessant fand. Vor diesem entsetzlichen Hamas-Angriff gab es ja scharfe Auseinandersetzungen in Israel, ob man die Rechte der Justiz beschränkt, also mithin die Unabhängigkeit der Gerichte deutlich einschränkt, was die Netanjahu-Regierung wollte. Und die Hälfte der Bevölkerung will es aber nicht, die demonstrierte. Ich habe mich immer gefragt, wann organisieren sich eigentlich mal die Demokraten der Welt? Mhm. Wo man sagt, ich finde das auch furchtbar, wenn das so laufen würde. Stehe also völlig an der Seite der Demonstrierenden. Die gibt es aber selbstverständlich auch in Großbritannien, überall etc. So was haben wir nicht. Sondern wir beobachten das dann aus der Ferne und sagen, ah, die demonstrieren dagegen, ist ja ganz nett, das war's. Und das reicht nicht. Wir müssen uns, glaube ich, anders organisieren. Oder wir nehmen in Kauf, weltweit, übrigens auch in den USA, auch in Europa, dass die Entwicklung immer mehr in Richtung Nationalismus und Rechtsextremismus geht. Und das halte ich für eine kolossale Gefahr. Herr Vizekanzler Robert Habeck hat vor kurzem auf Instagram ein Video aufgenommen, das sehr viel Beachtung fand. Die Kernaussage schauen wir uns jetzt kurz an und dann reden wir drüber. Sorge macht mir aber auch der Antisemitismus in Teilen der politischen Linken und zwar leider auch bei jungen Aktivistinnen und Aktivisten. Antikolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen.
Insofern sollte dieser Teil der politischen Linken seine Argumente überprüfen und der großen Widerstandserzählung misstrauen. Das Beide-Seiten-Argument führt hier in die Irre. Herr Gysi, klären Sie uns mal kurz auf. Hat die politische Linke, wie Robert Habeck sagt, hier ein Problem oder nicht? Haben die Politiker andere Ansichten als die Basis? Also was ich vorhin schon andeutete, natürlich darf ein, muss ein Linker kritisch sein gegenüber der israelischen Regierung von Netanjahu. Es ist auch richtig, eine Solidarität zu empfinden mit den Palästinenserinnen und Palästinensern. Aber wieder erstmal historisch rangehen. Als beschlossen wurde, dass von der UNO, dass es den Staat Israel geben müssen, was Herr Erdogan jetzt offensichtlich nicht anerkannt, das ist natürlich ohne Frechheit, und den Staat Palästina geben muss, haben wir die arabischen Staaten das nicht akzeptiert, haben Israel überfallen. Und wenn die Tschechoslowakei auf Weisung der Sowjetunion nicht Waffen geliefert hätte an Israel, hätte es den Staat gar nicht mehr gegeben. Die anderen waren ja dazu nicht bereit. So, dann kam die andere Entwicklung. Und jetzt gibt es Folgendes. Ich sage noch mal, im Osten spüre ich Antisemitismus, bei den Linken nicht. Im Westen hat sich eine Solidarität mit den Palästinenserinnen und Palästinensern herausgebildet, wo ich sage, da wird doch gelegentlich die Grenze überschritten. Und die sagen mir natürlich immer, aber ich kritisiere doch nur die Regierung Israels, das hat ja damit nichts zu tun. Ja, sage ich, ihr müsst mal ein bisschen auf euer Vokabular achten. Ihr müsst mal ein bisschen auf so eine Grundstimmung achten. Also da würde ich sagen, geht das eine oder andere emotional zu weit. Sie bestreiten natürlich, antisemitisch zu sein, aber das bestreitet so gut wie jeder in Deutschland auch, wer das ist. Das hat damit nichts zu tun. Und deshalb sage ich, ja, da müssen wir ein paar Dinge korrigieren. Wiederum umgekehrt, was ich vorhin gesagt habe, Rassismus ist wieder eher eine Seite im Osten. Nicht eigentlich kaum bei meinen Mitgliedern, aber im Osten, ja, das weiß ich. Aber Antisemitismus ist wieder umgekehrt. Aber jede Partei, der Habeck soll sich jetzt auch nicht auf die Linken herausreden. Ich kann ihm auch Leute von den Grünen benennen und so weiter. Also immer die Schuld auf eine andere Partei zu schieben und selber nicht kritisch gegenüber zu sein, finde ich falsch. Wen denn bei den Grünen? Na, es gab da linke Grüne, hören Sie mal, die kannte ich. Die hatten eine Solidarität. Zum Beispiel Fischer hat sich von bestimmten Grünen getrennt, als plötzlich in einem Flugzeug Folgendes passierte, dass die... Joschka Fischer? Ja, Joschka Fischer. Er war natürlich nicht dabei, aber dass man raussuchte, alle Juden mussten entführt werden, alle Palästinenser konnten sitzen bleiben oder umgekehrt, das weiß ich nicht mehr. Also richtig, sage ich mal, antisemitisch und rassistisch getrennt. Da hat er sich getrennt und da hat er mir erzählt, da gab es natürlich auch Grüne, die das in Ordnung fanden. Es gab am Wochenende eine Anti-Israel-Demo in Wuppertal, wo auch Ihre Parteifreundin, die Europaabgeordnete Özlem Demirel, gesprochen ist. Sie ist im Spitzenteam der Linken für die Europawahl und wir hören da mal kurz rein. Ich bin heute hierher gekommen, um eurer berechtigten Empörung und um eurer Förderung für einen sofortigen Waffenstillstand, für ein Ende des Massakers in Gaza auszuverleihen. Wir sind solidarisch mit dieser Forderung. Ist ja nicht nur die Wortwahl. Verübt Israel gerade ein Massaker in Gaza, wie die Kollegin sagt? Nein. Sie versuchen, die Hamas auszuschalten. Und natürlich versuchen sie auch, möglichst wenig Zivilisten dabei zu treffen. Sie treffen aber Zivilisten. Warum sagt Frau Demirel sowas? Weil sie wahrscheinlich so denkt. Ich kenne sie kaum, ehrlich gesagt. Werde aber das natürlich versuchen aufzuklären. Ist immerhin im Spitzenteam ist, für die Europawahl Ihrer Partei? Ich weiß. Aber es gibt auch eine Gegenkandidatin. Also, wir werden sehen, wie das ausgeht, das Ganze. Trotzdem sage ich zum Beispiel, ich würde das eben nie so formulieren, sondern sie kann ja auch sagen, und Israel muss aufpassen, nicht zu übertreiben bei der Bekämpfung der Hamas, darf man nicht die Zivilbevölkerung treffen, etc., etc. Das, so würde ich es formulieren und sie formuliert es anders. Aber wenn Sie sie jetzt fragen, ob sie antisemitisch ist, würde das bestreiten. Ich würde sagen, wieso? Das richtet sich nur gegen die Regierung Israels und gegen die Art, wie das Militär im Gazastreifen vorgeht und hat mit antijüdisch oder so nichts zu tun. Das ist das Problem. Frau Feldmann, wie haben Sie die vielbeachtete Ansprache des Vizekanzlers Robert Habeck wahrgenommen? Ich bin mir sicher, dass ein sehr guter Schriftsteller diese Rede geschrieben hat. Und nicht er selber? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass er dafür Zeit hat. Also die Guardian hat ja auch ihn angefragt für ein Gespräch mit mir und hat aus Zeitgründen konnte er das nicht führen. Also ich gehe davon aus, er hat keine Zeit, seine eigenen Reden
zu schreiben. Und es war gut geschrieben, weil es war eben so ein kleines bisschen von allem, aber nicht zu viel Risiko eingehen. Und gut, also die meisten Deutschen wollen genau so eine Rede hören, weil sie wollen das Gefühl haben, es ist alles okay. Es ist alles okay, also wir schaffen das, wir kommen hier durch. Die meisten Leute, die sich in diesem Land schon eh ausgegrenzt fühlen und auch überfordert von den Ereignissen, die fühlten sich von diesem Video nicht angesprochen, genauso wie ich mich nicht angesprochen gefühlt habe. Und als ich mit Habeck dann in einer Sendung saß bei Markus Lanz, habe ich ihm meine Position dargestellt. Und ich fand es bezeichnend, dass er diese Position als eine Position der bewundernswerten moralischen Klarheit beschrieben hatte, die er aber nicht einnehmen kann, weil er Politiker in einem Land ist, der den Holocaust verantwortet. Und das heißt, er hat den Holocaust als Rechtfertigung für die Aufgabe der moralischen Klarheit im Prinzip genutzt. Das sind harte Worte. Sie haben in der Sendung bei Kollege Lanz auch gesagt, Habeck schütze die Jüdinnen und Juden in Deutschland nur selektiv. Wie meinten Sie das? Ja, das habe ich auch teilweise erklärt in der Sendung, weil ich meinte einerseits, dass es zum Beispiel vor jeder Synagoge, also vor jedem politischen Symbol Polizisten gibt. Diese Synagogen habe ich auch selber besucht. Also Berlin hat ja die meisten Synagogen in diesem Land. Ich habe fast alle schon persönlich besucht. Die meisten sind ja fast leer, wenn nicht sogar ganz leer. Es gibt eine Synagoge, glaube ich, in der Tucholsky-Straße in Mitte. Ich glaube, die hatte noch nie einen Gottesdienst, aber da steht 24 Stunden am Tag ein Polizist da vorne. Aber das koschere Restaurant bei mir um die Ecke konnte eben keine Unterstützung von, also weder von Politik noch von der Polizei bekommen. Und das ist ein Ort, wo wirkliches jüdisches Leben stattfindet. Und das beklagen auch sehr viele andere jüdische Restaurants, die ich kenne. Aber ich meinte diese Selektivität schon etwas präziser, weil ich eben verstanden habe, ich wohne hier in Deutschland seit 10 Jahren, ich bin deutsche Staatsbürgerin seit 2017, ich habe inzwischen verstanden, dass der Staat im Prinzip hier in jüdisches Leben investiert, und zwar, also ich glaube 22 Millionen im Jahr ist es inzwischen. Das fließt alles sozusagen an Institutionen, bei denen man Mitglied sein muss, und die meisten Juden in diesem Land sind eben nicht Mitglieder dieser Institutionen. Das heißt, wir werden nicht von diesen Institutionen vertreten oder wir werden nicht von diesen Institutionen betreut. Stattdessen, umgekehrt, werden wir von diesen Institutionen eigentlich verdrängt. Das heißt, es gibt aktive Kampagnen gegen... Wir ist wer? Wir sind sozusagen ich in meinem Netzwerk von, sagen wir mal, liberalen Israelis, amerikanische Experts, liberale deutsche Juden, die sich eben nicht an diese Werte der traditionellen oder konservativen jüdischen Gemeinden halten. Übrigens gab es sehr, sehr lange für liberale verdrängt. Jüdische Gemeinden in Deutschland ganz große Schwierigkeiten, auch Unterstützung vom Staat zu halten. Verdrängt werden sie von Institutionen wie dem Zentralrat der Juden? Oder? Naja, ich finde es zum Beispiel sehr interessant, diesen Fall des Rabbiners Walter Homolka anzuschauen. Weil Walter Homolka war der mächtigste Rabbiner dieses Landes. Walter Homolka ist selbst aus dem deutschen Bildungsbürgertum. Sein Vater war ein christlicher Pfarrer. Der ist dann konvertiert, der hat zuerst bei Bertelsmann gearbeitet, dann bei Greenpeace, dann bei Deutsche Bank und dann hat er ein GmbH des Judentums gegründet. Dann hat er quasi die Hälfte dieser Gelder, die eigentlich an die jüdischen Gemeinden fließen soll, selber quasi für sich angeeignet und hat dann entschieden, wer bei ihm in seinem Kolleg Judentum studieren darf, wer Rabbiner werden darf. Er hat ganz viele andere deutsche Christen zu sich geholt und konvertieren lassen. Und wenn als Juden dazu zum Beispiel selber Rabbiner werden wollten, also da kam ja im Mai 2022 da heraus, dass sehr viel Machtmissbrauch da zustande gekommen ist, sehr viel sexuelle Belästigung, Ämterhäufung. Also das kann ja alles noch passieren, weil es eben staatlich gefördert wird. Herr Giese, aber man muss dazu Folgendes sagen, da muss ich die Regierung ausnahmsweise mal ein bisschen verteidigen. Was den selektiven Schutz angeht. Ja, du kannst ja nur, nein, das meine ich nicht, sondern erstmal meine ich was anderes. Du kannst ja nur an Institutionen Geld geben, sonst musst du ja an Einzelpersonen das auszahlen. Das geht nicht. Irgendwie muss man sich organisieren, wenn man eine finanzielle Unterstützung haben will. Da fällt Ihnen aber ganz bestimmt was ein, da bin ich mir sicher. Dann kann man wiederum dafür streiten, dass aus Ihrer Organisation etwas bekommt. Das ist das eine. Das zweite ist, was den Schutz betrifft, da hat sie recht. Das ist auch für mich interessant. Ich bin mal eingeladen worden in ein Restaurant. Das ist ein jüdisches Restaurant, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich ging dann durch so eine kleine Tür und plötzlich dachte ich, ich bin in Jerusalem.
Also lauter mit Locken und Hüten und so weiter. Da dachte ich, das mitten in Berlin, ohne dass man es ahnte. Also da war ich sogar etwas angenehm überrascht. Da stand natürlich kein Polizist. Das liegt aber daran, dass man es nicht weiß. Aber sowas spricht sich natürlich rum. Ja. Also wenn, dann muss ich immer den Schutz so da organisieren, wo jüdisches Leben stattfindet. Es gab Mitte Oktober in Berlin eine Demonstration vor dem Auswärtigen Amt. Viele junge Menschen waren da und wir schauen mal, was dort skandiert wurde. Free Palestine from German Guilt wurde dort skizziert. Hinter diesem Schlachtruf steckt sicherlich die Annahme, Deutschland zeige sich nur deshalb solidarisch mit Israel, weil es wegen des Holocaust selbst so ein schlechtes Gewissen habe. Es klingt ein bisschen so wie das, was Sie auch sagen. Ist das Ihre Überzeugung, Frau Feldmann? Ich würde es wahrscheinlich ganz anders formulieren, weil ich glaube, dass Deutschland schon sich sehr früh festgelegt hat, dass Loyalität zu Israel eben den Weg zur Wiedergutmachung ist. Das kommt ihnen auch relativ einfach und unkompliziert vor. Die Juden sind halt eben weit weg. Ja, die sind woanders. Die brauchen von uns eigentlich nicht viel. Es ist nicht so, dass wir unsere Bundeswehr dahin schicken. Es ist nicht so, dass wir irgendwas investieren müssen. Eher umgekehrt, wir können den Waffen verkaufen. Insofern ist es ein ganz leichter Ausweg sozusagen aus der Verantwortung der Geschichte. Alles andere würde wirkliche Arbeit und auch wirkliche Haltung fordern. Und ich empfinde es so, dass Deutschland sich immer noch daran klammern will, dass das sozusagen das Rezept sein sollte. Und ich finde, es ist an die Zeit gekommen, wo wir uns wirklich die Lage anschauen müssten und uns fragen, was sind die Lehren aus dem Holocaust? Wie kann man eigentlich solche unmenschliche Zustände vermeiden? Und wie können wir dazu führen, dass wir endlich in einer Weltgemeinschaft leben, die unsere behauptete Werte vertreten? Aber ich möchte auch mal auf was hinweisen. Palästina. Wir haben Hisbollah, wir haben Hamas. Aber wir haben natürlich auch PLO und Fatah im Westjordanland. Vom Westjordanland aus werden keine Raketen nach Israel geschickt, im Unterschied zum Gazastreifen. Und was mich so ärgert, in den letzten Jahren haben wir diesen Palästinenserinnen und Palästinensern nicht ein einziges Erfolgserlebnis verschafft. Weder Israel, noch Deutschland, noch andere. Jetzt egal von irgendwelchen Unterstützungszahlungen. Und das geht nicht. Wenn wir jetzt Wahlen, so habe ich es gehört, laut Umfragen, im Westjordanland hätte, würde die Hamas siegen. Im Gazastreifen würde sie nicht siegen, da würde sie verlieren. Dazu geht es den Leuten wirklich viel zu schlecht. Trotzdem interessant, und ich habe das auch mal in einer Rede gefragt, warum verschaffen wir nicht denen, die friedlich sind, die eine Lösung des Nahostkonflikts sind? Weil es nicht gewollt ist. Es ist nicht gewollt. Ja, und das ist das Schlimme daran. Ja. Ein Erfolgserlebnis. Und das müssen so, dass wir doch die Leute sagen, Mensch, der Abbas erreicht ja was, das ist ja sinnvoll mit seiner Friedlichkeit. Ach nee, ich könnte mich gleich wieder aufregen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ja. Was regen Sie sich über diese Parole auf, die wir eben gehört haben, Herr Gysi? Ja. Free Palestine from German Guilt? Befreit Palästina von der deutschen Schuld. Ja, na, das ist natürlich, so würde ich es auch nicht formulieren. Ich verstehe zwar, was damit gemeint ist, aber das Schlimme ist, dass man es so interpretieren muss, als ob die Solidarität mit Israel zur Schuld gegenüber den Palästinenserinnen und Palästinensern führt. Und das finde ich falsch. Ja. Ich möchte sowohl mit dem Existenzrecht Israels solidarisch sein und ich möchte auch, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser ihren Staat bekommen. Beide. Beide müssen sicher sein. Und dass das nicht möglich ist, wie mir immer viele erzählen, ist Quatsch. Selbst der Papst hat jetzt Vorschläge unterbreitet, wie man da hinkommen könnte. Frau, es wird Zeit, dass wir uns darüber mal Gedanken machen. Frau Feldmann, muss nicht die Shoah in ihrer Einzigartigkeit als Verbrechen leitend sein für deutsche Politik? Ja, absolut finde ich, dass die Shoah leitend sein müsste für uns auch alle. Gegenüber Israel? Absolut, aber eben, also durchdacht, also dass diese Position, die Herr Gysi gerade beschrieben hat, die ist eine sehr gemäßigte, vernünftige Position, mit denen sich alle eigentlich anfreunden könnten, oder? Also es kann doch nicht sein, dass das jetzt die extreme Position ist und dass wir nicht fähig sind, in diesem Land diese Position zu vertreten und ordentlich zu diskutieren. Ich weiß nicht, was
aus uns geworden ist, dass wir das nicht schaffen. Aus meiner Sicht, aber wird, Schwur, haben aus meiner Sicht wird das diskutiert, Herr Gysi. Ja, das muss ich Ihnen sagen. Natürlich gibt es niemanden mehr in Deutschland, der an der Shoah schuld ist. Aber Verantwortung tragen wir immer für die Geschichte. Aber wenn ich das auch mal sagen darf, wegen Antisemitismus. Ein bisschen Selbstkritik muss ja jeder üben. Gerne. Als Anfang Januar 1990 ein Artikel gegen mich im Spiegel stand, der Drahtzieher, gab es einen Streit. Weil die Führung wollte unbedingt der Drahtzieher in gelber Schrift. Das machte schon seinen Sinn, weil ich ja angeblich das ganze Geld nur raffen wollte und weiß ich was alles. Und viele Redakteure sagten, das geht nicht. Keine gelbe Schrift. Und die Leitung setzte sich durch mit der gelben Schrift. Und vier Grüne, muss ich auch mal rettend sagen, haben einen Leserbrief geschrieben, dass sie sowas von Antisemitismus selten gelesen haben. Ich wollte nur sagen, auch der Spiegel in seiner Geschichte war nicht frei davon. Aber ansonsten sage ich auch, ja, wir tragen die Verantwortung. Ich finde es richtig, dass wir solidarisch sind mit dem Existenzrecht des Staates Israel. Aber für die Palästinenserinnen und Palästinenser muss endlich eine Lösung gefunden werden. Zu dem Zeitpunkt, den Sie ansprechen, habe ich gerade die siebte Klasse besucht. Das nur als Hintergrund. Ich sage nicht Sie persönlich. Frau Feldmann, Sie haben zusammen mit 100 in Deutschland beheimateten jüdischen Intellektuellen einen offenen Brief unterschrieben. Darin wenden Sie sich unter anderem gegen ein Verbot palästinensischer Demonstrationen in Deutschland. Wenn man schaut, hat es diverse pro-palästinensische Demonstrationen in Deutschland gegeben. In Essen am vorletzten Wochenende wurde das sogar dazu genutzt, quasi den Ruf nach einem Kalifat in Deutschland auf die Straßen zu tragen. Was fehlt Ihnen? Was mir fehlt? Genau. Wissen Sie, dass ich auch bei einer Demo aufgetreten bin? Bestimmt, ja. Ja, aber wissen Sie von dieser Demo? Nein. Die Presse ist informiert worden über diese Demo, aber es ist nicht darüber berichtet worden. Und ich frage mich, warum. Es war ein Friedensdemo. Mhm. Juden haben zusammen mit Palästinensern und Deutschen protestiert für den Frieden. Es wurde uns sehr erschwert zu protestieren. Also die Polizei hat uns, glaube ich, eine Stunde davor noch mal verlegt. Und Menschen, die zu unserer Demo kommen wollten, haben sie absichtlich in die falsche Richtung geschickt. Sie haben die Regeln während der Demo dann auch geändert, so dass Leute die Schilder hochhielten, die eigentlich genehmigt wurden, plötzlich dafür verhaftet werden konnten, als Rechtsextreme uns angegriffen haben, haben sie uns nicht geschützt. Also das war meine Realität bei dieser Demo. Es gibt sehr viele Demos in diesem Land. Es gibt unter anderem auch sehr viele Friedensdemos. Davon weiß ich aber nur, weil ich auf sozialen Medien davon berichtet werde. Es wird nicht in der Presse verhandelt, weil es eben nicht schmackhaft ist. Naja, in der Presse ist mir ehrlich gesagt zu pauschal. Und so diese darf man übrigens die Frage nach den Demonstrationen nicht stellen. Wir haben ja ein klares Recht diesbezüglich. Und die Menschen haben das Recht, sich unter freiem Himmel zu vereinigen. Es finden auch überall Demonstrationen. Ich glaube, dass Deutschland gerne sich davor verstecken würde, dass die Integration hier einfach kläglich gescheitert ist und sie will die Beweise nicht auf ihren Straßen sehen. Das ist mal das, wieder was anderes. Bei den sogenannten Gastarbeitern haben sie eben zugelassen, dass sie alle zusammen wohnen, sodass dann eine Parallelgesellschaft entstanden ist, was man nie hätte tun dürfen. Aber nun hat man es getan, nun müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und da gibt es natürlich Dinge, die Straftaten sind und die verboten sind und die müssen dann auch entsprechend bekämpft werden. Aber wir können nicht sagen, generell Palästinenserinnen und Palästinenser, da werden wir mal aufpassen, wenn die hier demonstrieren, bei anderen passen wir nicht auf. Die Lösung unseres Problems ist immer nicht, gleichermaßen, unter den Teppich zu kehren. Da bin ich nur dann auch Rechtsanwalt angebannt werden. Und wenn Straftaten passieren, müssen sie selbstverständlich schnell und auch konsequent verfolgt werden. Frau Feldmann, weil Sie auch darauf hinwiesen, dass medial vieles nicht berichtet wird. Sie haben auf Twitter dieser Tage auch bekundet, dass es also Sie von vielen Leuten gemieden würden, dass Sie ausgeladen würden und dass Sie da eine lange Liste anfertigen würden. Könnten Sie uns einen kurzen Eindruck verleihen, von wem Sie alles quasi gemieden werden, ausgeladen werden etc.? Also tatsächlich geht es in diese Sammlung von Ausladungen und Einschüchterungen und so weiter nicht nur um mich. Es geht um sehr, sehr viele andere Menschen, die eben nicht die Plattform haben, die ich habe. Aber reden Sie gerne über Aber sich. Ich kann auch gerne über mich reden. Ich bin zum Beispiel von einer großen Veranstaltung bei der Buchmesse kurzfristig ausgeladen worden. Ich bin bei einem Radiogespräch beim RBB ausgeladen worden. Ich bin bei einer Lesung in Schloss Elmau ausgeladen worden. Die Zeit hat das erste große Interview mit mir geführt und dann abgesagt. Also ich kann weiter erzählen. Aus welchem Grund, glauben Sie?
Also da wird natürlich immer irgendwas erzählt. Bei der Messe war das natürlich interessant, dass ich zwei verschiedene Ausladungen bekommen habe. Sie haben sich in ihren Begründungen widersprochen, sodass man ahnen konnte, dass weder die eine Begründung noch die zweite die richtige war. Aber wie gesagt, es geht mir nicht um mich, weil ich habe eine Plattform auch im Ausland. Wenn die deutsche Zeitungen mit mir nicht sprechen wollen, kann ich eben zu Guardian gehen. Ja, die sind bereit, mit mir zu sprechen. Die meisten liberalen jüdischen Stimmen in diesem Land, die meine Haltung teilen, die haben nicht diese Freiheit. Also deshalb, ich muss darauf aufmerksam machen, weil ich die Einzige bin, die darauf aufmerksam machen kann. Aber ich würde Ihnen gerne diese Liste zur Verfügung stellen. Nehmen wir immer gern. Es gibt auch noch einen anderen provokanten Tweet von Ihnen dieser Tage, der liegt uns auch vor. Tut mir wirklich total leid, dass ich Antisemitismus nur von rechts erlebt habe und euch deshalb keine Belege für eure Hetze liefern kann. Echt schade, es wird wohl nichts mit der Vorzeigejüdin. Mann, oh Mann, wie unfair ist das denn? Jetzt mal ernsthaft, glauben Sie wirklich, dass es keinen relevanten, sogenannten importierten Antisemitismus von arabischstämmigen Menschen in Deutschland gibt? Habe ich das gesagt in meinem Tweet? Das haben Sie nicht, aber Sie weisen oft darauf hin, dass der im Vergleich zum quasi rechtsradikalen Antisemitismus doch eher zu vernachlässigen ist. Also ich kann tatsächlich nur zu meinen Erfahrungen sprechen. Ich weiß aber, dass in diesem Land von Rechtsextremen sowohl Juden als Muslimen als Deutsche angegriffen wurden. Muslimen sind in diesem Land getötet worden. Ein deutscher Politiker ist in diesem Land von einem Rechtsextremen getötet worden. Zwei Deutsche sind bei dem Eingriff bei der Synagoge in Halle umgekommen. Also am Ende des Tages fühle ich mich von rechts direkt, konkret bedroht. Natürlich hat man mir gewarnt, als ich hier in Deutschland ankam und in der Sonderallee gewohnt habe, in Neukölln. Man hat mir gewarnt, ich muss aufpassen, weil Juden sind in der Sonderallee unerwünscht. Mhm. Und dann habe ich auch furchtbar aufgepasst. Ich habe meinen Sohn gewarnt, er darf niemandem erzählen, dass er jüdisch ist, weil man mir gewarnt hat. Man hat gesagt, auf gar keinen Fall irgendjemand in der Sonderallee wissen lassen, dass ihr jüdisch seid. Ich habe höllisch aufgepasst. Aber er ist natürlich trotzdem irgendwann rausgekommen. Und ich musste irgendwann selber verstehen, alles, was man mir erzählt, ist, glaube ich, nur eine Projektion. Ich glaube, die Leute waren noch nie in der Sonderallee. Mhm. Ich glaube, die haben irgendwelche Berichterstattungen gelesen von irgendwelchen Leuten, die mit Kippa da absichtlich irgendwie durch die Straßen gingen, um zu gucken, was passiert. Es wurde ja nach dem Überfall der Hamas, wurden dort Süßigkeiten verteilt. Ich glaube das, aber die Wahrheit ist, ich habe da gewohnt. Ist ja auch eine Wahrheit. Und meine Nachbarn waren Muslime, die waren Araber und die haben gewusst, dass ich jüdisch bin. Und mir ist nichts passiert, die Leute waren nett zu mir. Ich will nicht verneinen, dass es anderen Menschen schlecht geht, aber ich habe eben viele israelische Freunde, die da wohnen. Seit dem 7. Oktober. Und ich kann eben nichts erzählen, was mir nicht passiert ist. Völlig in Ordnung. Und ich frage mich, warum die Menschen das von mir wissen wollen. Zum gesamten Bild gehört auch, dass es eine Auswertung des BKA gibt, dass seit dem 7. Oktober es zu einer Welle von antisemitischen Übergriffen gekommen sei. Und jetzt Sie, Herr Gysi. Ich will ja bloß sagen, natürlich gibt es im arabischen Raum Antisemitismus, da brauchen wir gar nicht drüber zu streiten. Wie er sich entwickelt hat, warum, wann, das ist jetzt alles wurscht, es gibt ihn. Punkt. Das Zweite ist, natürlich wird er auch exportiert, aber wir dürfen in Deutschland nie so tun, als ob es Antisemitismus nur wegen Export gibt. Aber das wird zurzeit getan. Sondern den gibt es eben auch bei uns. Und den gab es schon immer und dann natürlich nach 1945 viel versteckter. Etc. Ich kenne dass ja auch es die beides gibt Fälle. Und beides sehr ernst genommen werden muss, da sind wir uns dann, glaube ich, doch einig. Da sind wir uns alle einig. Aber was ich zurzeit beobachte, ist, dass den einen Antisemitismus dafür genutzt wird, damit man den anderen Antisemitismus rechtfertigen oder sogar vertuschen kann. Das genau geht nicht. Also ich kann es nicht dem arabischen Teil unserer Bevölkerung zusprechen und ich lasse sozusagen den deutschen Antisemitismus deshalb fallen. Das geht natürlich nicht. Beides muss man bekämpfen, ist auch klar. Aber ich will Ihnen nur Folgendes sagen, was ich interessant finde, warum der Rassismus so zunimmt. Wissen Sie, ich muss mal einen Satz sagen, es hängt auch mit unseren Bildungsstrukturen zusammen. Wir haben 16 verschiedene Schulsysteme, weil wir 16 Bundesländer haben. Das war ja zur Zeit der Postkutschen noch ein gewisser Fortschritt. Aber mit dem 21. Jahrhundert hat das nichts zu tun. Nun kriege ich das nie repariert. Aber wir könnten mal aus dem Kooperationsverbot ein Kooperationsgebot machen. Wie erziehen wir eigentlich zu Demokratie? Wie erziehen wir zu Freiheit? Wie erziehen wir gegen jede Form von Antisemitismus? Wie erziehen wir gegen Fremdenfeindlichkeit? Wie erziehen wir gegen Rassismus in jeder Form? Ich bin mal gefragt worden, ob man von einer Synagoge demonstrieren darf. Und da habe ich gesagt, ja. Und dann fragten die mich,
wer und wogegen? Sag ich, die Frauen, die jüdischen Frauen, die können da demonstrieren für mehr Rechte in der Synagoge. Und dann habe ich gesagt, genauso wie die katholischen Frauen von der katholischen Kirche demonstrieren dürfen für mehr Rechte in der katholischen Kirche. Mit anderen Worten, lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, statt immer übereinander herzufallen, wie wir in unserer gesamten Bevölkerung eine Grundstimmung für Freiheit, Demokratie, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und gegen Fremdenfeindlichkeit herstellen können. Also da kann ich ein kleines bisschen Hoffnung sogar reinbringen, weil ich war... Hoffnung zum Schluss, sehr gerne. Hoffnung. Ich war letzte Woche in einer Gesamtschule in Bremen. Hab da mit den Studierenden geredet. Und es war enorm inspirierend für mich. Es war das erste Mal, dass ich in eine deutsche Schule war, die so wahnsinnig durchmischt war. Also ich muss sagen, das waren Studierende mit allerlei Herkünften und Ethnien, mit allerlei Sexualitäten und Geschlechteridentitäten, also wirklich durchmischt. Und die kamen alle zusammen und haben so feinfühlig und scharfsinnig miteinander über sehr heikle Themen reden können. Da habe ich gleich gedacht, wir können es lassen, die Kinder werden es regeln. Frau Feldmann, Herr Gysi, ich danke Ihnen für die Diskussion hier. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Spitzengespräch gibt es auch als Podcast und wir sind bald wieder für Sie da. Bleiben Sie heiter, so gut es geht und bis bald.